Tiki, das ist alles fast, rein, das ist jetzt fast ein bisschen so, ich diskriminierend. Intro, 3, 2, 1. Dafür müsste ich jetzt eigentlich hier ein bisschen bescheißen und verarschen. Ne? Ich müsste jetzt einfach hier, wie heißt das, wenn man jemanden stört? Man müsste ihn jetzt einfach, weißt du, dafür, dass er das zu mir gesagt hat, müsste ich das jetzt einfach hier. Ja, Sunset, wolltest du nicht irgendwie Vorstellung machen oder was? Ja, hab ich doch schon. Ja, dann mach doch mal, ich höre ja nichts von dir. Da kommt ja nichts rüber, du bist irgendwie voll leise. Du musst dir halt mal ein bisschen Mühe geben, du musst mal ein bisschen aktiver werden, weißt du? Mal ein bisschen die Stimme erhöhen und so weiter. Ja? Ich weiß ja, ihr Heteros, ihr seid da immer ein bisschen sensibel und so, aber irgendwo ist auch mal Schluss. Ich suche auch nur die große Liebe. Ja, was hast du gesagt? Hey, Danny! Du bist zu spät. Danny, ach, warum hast du nicht rechtzeitig reagiert, Mann? Was haben wir als Gegner? Was denn? Karasim, Atta, Sylvanas, Reyna, Uta. Ach, ich komme schon. Oh, Scheiße! Kann ich halt gechillt. Mit kann ich ja ganz gechillt machen. Da ist die Sylvana? Ja, ja, komm her. Also, es sind zwei im Gebüsch bei mir ich oben. Ich bleib versteckt. Ja, von wegen. Die hat dich aufgedeckt. Meinst du, die ist so blöd, wie du aussiehst? Ey, Dann ist sie aber ganz schön blöd. Letten kann man. Tja, sag du noch mal was gegen Homos, ja? Homo. Homo! Ich sag was für Homos. Penis! Da machst du dich direkt bei deinen Zuschauern unbeliebt. Du weißt ja, 20% der Bevölkerung sind Homo oder Bi. Ich bin mir selber nicht sicher, ob ich ganz heterosexuell bin. Ach so, aber erst sagen, wie desorientiert, ne? Das ist wie sagt man das? Man sagt das richtig orientiert. Wie sagt man das anders? Sexuell nicht anders orientiert? Sexuell richtig orientiert. Hä? Nicht anerkannt. So wie nicht anerkannt? Die anerkannte Anzeige raus. Wer zeigt wen an? Was ist los? Wir gehen alle nach oben, alle nach oben, alle nach oben. Sunset ab nach oben. Ich glaube, ich zocke jetzt eh nicht mit, Alter. Ich habe noch so viel zu tun. Was hast du denn? Ich muss noch essen, ich schreibe morgen eine Arbeit, muss ich noch lernen. Und morgen geht übrigens dein Paket raus, gell? Danke sehr. Ich hab's heute fertig gemacht. Na toll. Was denn? Mans. Ja, du hast ja nur Kohle. Ich hab das ein richtig böses Gefühl. Das mache ich nur für arme kleine Jungs. Die muss man sich mit Süßigkeiten holen, weißt du? Was? Was ist denn hier schon los? Wer ist auch mit so einem Free-Candy-LKW rum? Sunset, sag doch mal was, man hört dich ja kaum. Fährst du auch mit so einem Free-Candy-LKW rum? Wie bitte? Fährst du auch mit einem Free-Candy-LKW rum? Was hat er gesagt? Ich höre den Mann nicht, ja, der ist so leise. Der will Let's Player sein, der hat überhaupt keine Kraft in der Stimme drin. Und zu mir sagt er Homo, weißt du? Bei Runde, oder? Nee, er sagt desorientiert, ja, trotzdem. Er hat auch Homo vorhin gesagt. Die Kraft wird ihm unter dem Tisch ausgesaugt. Danny, du gefällst mir. Ja, alter Insider. Oh, ich esse erstmal mein schiefes Käsebrötchen jetzt hier. Das schmeckt. Oh, Alter, machen die einen Schaden! Was ist da los? Oh, die pushen unten durch, Leute. Wir müssten unten was machen. Ja, macht was. Ich hab hier einen beschäftigt die ganze Zeit. Wir sind zu viert und unten. Also weil er allein runterkommen ist ein bisschen unnötig. Und schon geil von links! Bist du des Wahnsinns? Ich komme immer von hinten. Du sollst den Zuschauer. Aha. Ah, jetzt wird er mir wieder sympathisch. Aber nur bei Frauen mit geilen Arschen. Ach hör auf! Du hast ja meinen Arsch noch nicht gesehen. Nee. Doch. Komm, ich revanchiere mich für dein Bild und schick dir ein Bild von meinem Arsch. Ruhig mal. Der Klammer ist der Zwilling, oder wie? Hey Danny, meinst du nicht auch? Michi sieht aus wie Sunset und umgekehrt. Boah, fuck. Hä? Die zwei sehen sich doch voll ähnlich. Oh ne, wir haben Russen, Karasim Russe. Mach ein Blatt, Heido. Erstens habe ich keine Ahnung, wie Martin aussieht. Michi. Ja, aber Sunset heißt Martin. Ach so, ja. Martin. Ah, das ist ein schwuler Name, das ist schon mal. Martin, hey, das heißt my love. Wendy, ich komm zu dir. Nee. Martin, my love. Dann bleib ich unten, dann push ich unten. Du weißt, dass mich mein Name automatisch zum Halbgott macht. Zum Halbgott Martin? Welcher Gott in Gottes Namen heißt Martin? Das leitet sich ab vom römischen Martinus und das bedeutet so viel wie Sohn des Kriegsgott Mars. Ach, hör doch auf, man kann ja... Das macht mich automatisch zum Halbgott des Kriegs. Ja, dann bin ich als Christian Christuskind, oder wie?
Aber der Kriegsgott ist Ares. Ich bin nee. Jesus. Ich dachte, du bist das Christian, ein schwuler Tischler. Kriegsgöttin oder so? Ich bin kein Homo. Die Kriegsgöttin. Achso, sorry, ein bisexueller Tischler. Ich bin kein Bi. Der Killer ist doch nicht die Tochter. Ich bin ein Gaylord! Gaylord. Ich bin der Gaylord. The Lord of Penis. Ja. Das gefällt da doch Brandy Gibbs. Ja, konzentriert ihr euch jetzt mal aufs Spiel irgendwie? Habt ihr gesehen, dass eben eine Sylvanas vorbeigerannt ist in der Mitte? Ja, ja, die ist vorbeigerannt und geschrien. Ja, Sunset, komm, nimm's mit rein gleichzeitig auf. Komm, du kriegst das hin. Hä? Sunset, lauf zu mir. Warum setzt du auf? Du hast doch gar... Du bist doch schneller als alle anderen. Boah, muss ich dir jetzt wieder helfen hier, weißt du? Ich hab dir den Arsch gerettet, dafür krieg ich einen Arsch. Du Homo. Hörst du auf, Homo zu mir zu sagen? Homo. Du ich sag kleiner, nur Homo. Du kleiner unorientierter... Ja, du kleiner unorientierter... Oh, Tolik! Der war doch fast down, das ist doch... Jetzt musst du nicht mehr reinrennen, hör auf, geh weg. Das ist eine super Beleidigung, die kleiner unorientierter... Ja, absolut, oder? Kleiner unorientierter, weiß nicht, wie viel sexuell Homo, keine Ahnung. Ey, Danny, nächste Woche Urlaub, lass mal paar Milfs handen gehen. Hab ich doch gewusst, ihr steht auf Hängetitten. Nein, ich kenn Milfs, die sind 20. Toll, was? Aber die wollen dich ja nicht kennen. Das ist aber schon wieder traurig, ne? Nein, mit 20 zwei Kinder und sieht aus, ey, das glaubst du gar nicht, wie die aussehen. Jawohl, geil, weggefickt. Lass auf den raten. Boss! Wer holt den? Ah, den muss ich holen. Ich hol schon. Nein, okay. Das eine Kind ist schon 16 und schon schwanger. Nein. Und heißt Danny. Der wiegt doch. Genau. Ja, ihr braucht euch nichts darauf einzubilden, dass ihr zwei süße Schnuckelchen seid, gell? Also, das wollte ich euch schon nochmal gesagt haben. Ich bin immer süß, ich weiß. Ups, meine Fresse, Alter. Ja, das Problem ist, bei Danny mache ich mich strafbar, wenn ich sowas sage. Nein, nur wenn du es tust. Aber das ist der schöne Begriff. Das sieht man in Mitte, diesen Mitte, diesen Mitte. Das ist ernst mein. Genau, weil du lass keinen Samen herumliegen. Ich hab die letzten Samen noch eingesammelt. Oh Scheiße, die sind unten. Ja, na klar, war doch drin oder was. Hier Leute, jetzt Karasim mal rausnehmen, komm, auf. Karasim, Karasim, go, go, Schaden! Ja, drauf! Oh! Def doch das Monster! Was okay, los? Auf, zurück! Ich dachte, ihr habt ein bisschen mehr Schaden unterwegs, aber nö. Pushen auf zwei Seiten durch jetzt, ne? Ich geh mal nach unten, ich krieg den hinter unten. Ich hol das Monster. Du bist das Monster, willst du sagen? Ja, ich bin sowieso ein Monster, ne? Du bist ein Monster. Oha, du bist so monströs. Monsteriös. Ja, das Einzige, was bei mir monströs ist, hängt bei mir immer rum, ne? Ja, natürlich. Wäre blöd, dass es so hängt. Ja, steht bei mir, ne? Hängt bei dir im Mund rum, oder was? Nee. Oh, meine Fresse. Ey, ich war mal so gelenkig, dass ich mir selbst einen nachgegangen habe. Schön. In dem Moment musste ich gerade echt rüpfen, also da kam ich mal vor. Ehrlich? Hast du dir das jetzt selber bildlich vorgestellt, oder was? Nein, ich hatte Eis. Karasim kommt hoch zu euch, Bastorf. Komm, du bist auch so schlaksig, du kannst es doch bestimmt. Ach, egal. Ja, am besten verlassen das Thema, es kommt eben so scheiße raus. Hört mal zu. Nee, es kommt Penis dabei raus, ja? Wir müssen das ganz stark differenzieren. Hey, ihr könnt später die Schwanzparade durchführen, ja? Holt mal lieber den Camp. Ja, wir sind doch schon dabei. Ja, das, ich bin dabei mit das, dir. Das ist ja das Gute dabei, wir können spielen und gleichzeitig Scheiße labern. Ja, das ist doch das, was mein Channel ausmacht. Ach so ist das. Ja. Was sagt ihr? Ich glaub nicht. Was sagt sie da im Hintergrund wieder? Was schenken sie dann wieder um die Mutti? Die schauen sich gerade die Glasen im letzten Teil an und fiebern gerade mit. Oh Gott, ich kenn den schon. Was für ein Teil? Die Glasen, die Millennium Trilogie. Ich die Geier bläst! Crispy, ich glaube, ich nehme gleich mein altes Headset wieder. Also ich verstehe dich ganz gut. Du bist aber auch der Einzige, der ihn versteht, ne? Nee, ich muss ihn einfach nur ein bisschen... Ja, weil er dasselbe Age hat. Nee, ich muss einfach mal wieder... Ich muss ihn ein bisschen lauter stellen. Der hat ja seit einem neuen... Ich weiß nicht. Eigentlich sind doch die Einstellungen gespeichert. Ich hab ihn schon mal lauter gestellt. Ja, das versteht jeder wieder, gell?
Ja, mein Headset ist jetzt, mein Mikrofon ist halt komisch positioniert jetzt. Das steckt jetzt im Mund drin, ja, ja, schon klar. Ja, oder woanders. Will nicht homo sein, aber... Aber steckt sich überall alles rein. Ich hab Rainer unten gekriegt. Voilà! Sylvanas, Sylvanas, Sylvanas! Mach lieber ein Tor. Hula, hala, hula! 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 Hört sich an wie so Merki. Danny kann's am besten. Danny ist ein süßer kleiner Muelo. Das Ansatz hört sich das an, wie wenn er einen Schwanz im Mund hätte. Penis! Martin, sicher, dass du nicht unterm Tisch sitzt? Was? Sicher, dass du nicht unterm Tisch hockst? Das hat er jetzt schön kombiniert. Naja. Und der lacht glaub, auch noch zu schieben. Kommt ihr mir kurz helfen im Kern? Kleiner Unorientierter. Warum hilft mir der Kern? Hammer. Ah, zu spät, was Penner. Was ist denn hier los, Schmieder? Komm, Night, haut. Ach ja, Crispy, Winter is coming. Wer kommt? Der Winter? Der Winter! Winter is coming. Nur so in dem Penner. Brace yourself! Inside me? Gibt's da auch Eistapfen? Boah, Alter, ich krieg grad so aufs Maul. Ich hab auch mal Eiszapfen, ja. Unsere Gespräche sind. Unsere Gespräche sind einfach so traurig immer, Alter. Nee, die sind einfach nur geil. Alles Geschenke, auf denen die Videos rausmachen? Werden geiles Geschenke. Altersbeschränkung. Alles auf deine Videos raus? Oh Mann. Ich doch nicht. Ja, sorry, weil sonst wird das irgendwann. Sonst wird das bei dir irgendwann indiziert oder so. Ich hab nur Penis gesagt. Was ist denn da wirklich schlimm? Penis hat jeder mal im Mund gehabt, oder? Da musst du davor so ein extra Intro drehen. Diese Sendung ist nicht für Zuschauer. Wieso geht er nicht down? Diese Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Ja, genau. Für keinerlei Zuschauer. Geil. Voll der Spaß. Der hat kein Mana mehr, wo seid ihr? Oh. Die folgende Sendung ist für sexuell richtig orientierte Zuschauer nicht geeignet. Richtig orientiert, wenn ich sowas heute nochmal höre. Du kleiner Oberhomo führst, weißt du? Die Sendung ist speziell für unorientierte Zuschauer geeignet. Genau. Klepper zum Deffen, der kann ruhig allein pushen. Wer ist denn eigentlich in der Pflanze? Ich glaube der Russe, oder? Unser Russe? Wer ist in der Pflanze? Nein. Der Russe. Der Arthas. Ist ja ein Russe von der Pflanze beschworen. Ich meine bei uns. Ach so, weiß ich nicht. Da schlacken, schlacken, komm, mach ein Blatt. Vielleicht dort Dieter. Nein! Nein, 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 nein! Karasan! Jawohl, habt ihr gesehen, wer war's? Hört ihr was? Wer ist gewesen? Wer hat's erledigt? Ich. Halt die Goschen. Schweizer! So. Scheiße! Hab ich den Kopfsteck dran oder was? Arthas! Arthas Honecker! Kann jemand von euch Russisch? Kommt hoch, 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 sofort das Camp holen. Ich schreibe nächste Woche eine Arbeit in Russisch. Hey, ja, Toni. Viel Spaß dabei. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich kann nur Französisch im Bett. Ja, ich kann Französisch bloß eine Beleidigung. Kann ich auf Spanisch beleidigen? Hast du zu viel mit Ares gespielt? Kann ich auf Deutsch beleidigen? Toni, Sunset holt mal der Softcamp da. Ich würde lieber unsere holen, die sind wieder da. Ja, drei sind noch tot. Go, go, das schaffst du. Wir holen uns das. Das Softcamp erstmal. Auf, dann hilft hier. Oh, meine Gegner lasse ich brennen. Da 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 da. Ich bin fertig. Ring, Pony, geh zurück, geh zurück. Der kommt. Ja, ich höre noch so ein Botlane-Camp. Ja. Für das Camp da noch. Da hol ich. Geh dir zusammen. Der Rainer war alleine, ne? Sylvanas ist bei mir, wenn's drunter kommst, jetzt doch, Waller, könnten wir Sylvanas wegziehen. Ich komm. Geh du weiter, Waller. Ich geh oben bei euch mit. Ich geh oben bei, Daddy ist weg, Sylvanas, so. Die geht zum Deffen. Okay, dann. Ich geh hin.
Hilf Karasim, hilf Karasim. Okay. Ihr sollt nicht pushen zu zweit oben. Doch, push zu zweit am besten allein. Wir sind zu dritt. Wie lange brauchst du noch? Scheiße. So. Viel zu lang. Warum? Was ist denn? Ah ja, ich krieg's aufs Maul. Oh. Beeil dich, beeil dich. Ich hab's ja schon. Hä, bringt es auf die Erde schlagen? Kein Stun? Ich dachte, das ist Stun. Ich hätte, dass wir nicht pushen sollen. So, Top-Inhibitor ist weg. Ja, die sind bei uns, das ist ja gerade ein bisschen doof für die, ne? Jawohl, ja, schaut mal vor. Haut Ruf. Die haben Camp gemacht, sind so blöd. Haut Ruf! Macht Ruf, mach fertig, komm, Feierabend, auf geht's. Da kommen die Minderzeitsverstärkungen, alles cool. 50, komm, go, go, go! Braucht ihr noch einen Penis zur Motivation oder was ist los? Penis. Auf P-E-N-I-S! P-E-N-I-S! Go for the P-E-N-I-S! Da kommt eigentlich wirklich mit dem rechnen, oder? Komm. Akku ein! Akku ein! Von drei. Nein! Agauin! Agauin! Was ist denn los mit euch hier? Mille, mille, mille! Wir eskalieren wieder! Ladies and Gentlemen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen! 1000 Gold für Level 15! Bis 21! Bye bye! Bis gleich!